Hallo, schön, dass ihr zu unserem neuesten Video eingeschaltet habt. Und diejenigen unter euch, die uns schon längere Zeit verfolgen, wissen ja, dass einer unserer Tätigkeitsschwerpunkte die Implantologie ist. Und heute möchte ich euch meine Schwägerin, die Dagmara Langer, vorstellen. Sie steht nämlich auch für einen weiteren Tätigkeitsschwerpunkt bei uns in der Praxis, und das ist die Zahnästhetik. Und was man genau darunter versteht und wie Dagmara zu dieser Leidenschaft gekommen ist, das erzählt sie euch jetzt. Und ich werde auch noch ein paar Fragen stellen, die euch auch interessieren. Und Dagmara antwortet darauf. Also leg mal los, wie bist du zu dem Thema überhaupt gekommen? Ja, mein Name ist Dagmara Langer. Ich bin Spezialistin für ästhetische Zahnheilkunde. Ich bin seit 11 Jahren als Zahnärztin tätig und seit 5 Jahren gemeinsam mit meinem Mann und meinem Schwager und Kollegen bei M71 Zahnärzte am Markt. Mich hat schon ästhetische Zahnmedizin immer fasziniert und ich habe ja meinen Traum auch verfolgt. Was bedeutet eigentlich Ästhetik, ästhetische Zahnmedizin? Ästhetische Zahnmedizin bedeutet, wir befassen uns mit der Form und dem Aussehen der Zähne und erzeugen dadurch nicht nur die äußere Veränderung, sondern auch die Stärkung des Bewusstseins der Patienten. Es gibt mittlerweile Studien, die herausgefunden haben, dass ein Mensch, der besonders schöne weiße Zähne hat, erfolgreicher und intelligenter wirkt. Ja, generell attraktiver, ne? Würde ich auch so sehen. Also gerade wir in unserem Beruf gucken zwangsläufig auf die Zähne. Ja? Wenn ich jemand Neues kennenlerne, der jetzt gerade aktuell Mundschutz trägt, dem schaue ich auf die Zähne, ob ich möchte oder nicht. Das ist eine Art Berufskrankheit. Und natürlich können wir da auch ganz, ohne dass wir Einfluss darauf nehmen können, haben wir dann schon Gedankengänge oder Empfindungen, dass man wirklich Menschen, die gerade gepflegte Zähne haben, helle Zähne haben, anders vielleicht auch wahrnehmen als Menschen, die schiefe Zähne haben oder die ungepflegte Zähne haben. Und da komme ich jetzt eigentlich zu meiner nächsten Frage. Was sind denn so die Herausforderungen? Das heißt, was bringen die Patienten für Herausforderungen mit? Erzähl einfach mal. Die Herausforderung und mein Anspruch ist, dass die Ergebnisse der Patienten sehr natürlich wirken. Und was machst du bei Patienten, die mit dem Wunsch kommen, ich möchte wirklich ganz helle, weiße Zähne haben, so Hollywood-mäßig, das, was man in den Zeitschriften oder in den Filmen kennenlernt? Ja, den Wunsch natürlich erfüllen wir auch. Das ist gar kein Thema. Genau, also letzten Endes das, was der Patient wünscht, das werden wir umsetzen. Ja? Und so wie du ja gerade gesagt hast, diese Natürlichkeit der Zähne, die finden wir prinzipiell ganz schön, dass man gar nicht auf den ersten Blick sehen kann, ist das gemacht oder ist das von Natur aus so schön. Aber es gibt ja auch wirklich den Wunsch, man möchte ganz, ganz helle Zähne haben, und auch dem kommen wir natürlich nach. Ja? Und dann führt es zur nächsten Frage, wie findest du denn das heraus? Also schreib mal so ein bisschen Ablauf, der Patient hat jetzt einen Termin, er kennt uns noch gar nicht und jetzt kommt er zum ersten Mal, und wie läuft das Kennenlernen ab und wie findest du heraus, was der Wunsch des Patienten ist und das Ziel des Patienten? Ja, also für meine Patienten und für mich ist es absolut sehr, sehr wichtig, dass die Patienten vom ersten Beratungsgespräch bis hin zur letzten Kontrolle sich in absolut sicheren Händen fühlen. Wichtig ist die Ehrlichkeit, denn man muss ja ganz klar kommunizieren, ob die Erwartungshaltung der Patienten erfüllbar ist. Ja, das gilt auch im implantologischen Bereich, wenn ich da mal kurz nochmal dazwischen gehen kann. Man muss eben ganz klar festlegen, was ist machbar und was nicht. Ja? Und in der heutigen Zahnmedizin mit den technischen Möglichkeiten ist extrem viel machbar. Aber manche Vorstellungen, die sind eben manchmal auch nicht umsetzbar, ja? Weil Patienten mit Idealvorstellungen, die sie irgendwo in der Zeitschrift oder in einem Film gesehen haben, zu uns kommen. Und ich sag mal, die Grundlage, sprich die eigenen Zähne, die müssen natürlich schon eine gewisse Substanz mitbringen, damit man dann auch wirklich schöne Kronen, Restaurationen, ein schönes Lächeln zaubern kann. Komme ich auch zur nächsten Frage, was hast du denn für Reaktionen der Patienten festgestellt? Das heißt, du hast die Behandlung abgeschlossen, und was gibt es für Reaktionen? Was erhoffst du dir für Reaktionen? Erzähl einfach mal. Bevor ich zum Thema Feedback komme, uns ist es bewusst, dass wir für die Patienten viel Verantwortung haben. Deswegen nehmen wir uns extrem viel Zeit für die Aufklärung, denn die Aufklärung ist alles. Genau, und jetzt machst du das Ganze ja schon 8 Jahre, diese Ästhetik-Behandlung.
Herausforderungen und dann kannst du ja bestimmt auch sagen, was gibt es denn für Reaktionen der Patienten? Was erwartest du oder erhoffst du dir für Reaktionen und wie sehen die Reaktionen denn dann auch wirklich aus? Wie stellen die sich dann im Alltag dar am Ende der Behandlung? Ja, das ist ein ganz, ganz sensibles Thema, ein tolles Thema und letztendlich, das ist ja auch unser Erfolg, was die Patienten, wenn die Patienten nach der Behandlung sehr, sehr glücklich sind und berichten auch von der Lebensqualität, die sie dann durch die Zähne, durch das schöne weiße Lächeln dann auch erreicht haben und das ist ja auch richtig gutes Feedback von der Familie, von den Lebenspartnern, Freunden bekommen einfach. Ne? Und das ist denen dann so viel wert. Und du hast ja auch schon erzählt, oder ich habe es ja selber erlebt, oder auch bei mir im implantologischen Bereich, wenn wir feste Zähne an einem Tag machen, das ist so lebensverändernd und das dann eben auch in einer recht kurzen Zeit. Bei dir dauern die Behandlungen je nach Herausforderung, manche auch natürlich was länger, weil man auch Heilzeiten abwarten muss. Aber da kommen auch schon dem einen oder anderen Patienten die Tränen. Und ich bin extrem berührt. Genau, ja. Und das ist ja das, warum wir das auch zu unseren Tätigkeitsschwerpunkten gemacht haben. Ich im implantologischen Bereich, du in der Ästhetik. Also wenn man die Reaktion von den Patienten hat, dann weiß man, wofür man jeden Morgen aufsteht. Ja, wenn euch das Thema Zahnästhetik interessiert oder ihr euch auch schon länger mit der Veränderung eurer Zähne beschäftigt, dann freuen wir uns natürlich, euch kennenzulernen bei uns in St. Augustin in der Praxis. Und ihr habt die Möglichkeit, zum Beispiel auch online einen Termin, einen unverbindlichen und kostenlosen Beratungstermin bei Dagmara zu vereinbaren. Den Link zu dieser Online-Terminvereinbarung findet ihr unterhalb dieses Videos. Und wenn ihr noch mehr von Dagmara auch sehen möchtet, dann abonniert unseren Kanal, gebt uns euren Daumen hoch. Und uns ist es wichtig, dass ihr das macht, damit noch mehr Menschen zu diesem Thema informiert werden. Ja, das war's für heute. Viele Grüße aus St. Augustin, euer Dr. Frank-Christoph Langer und Dagmara Langer. Ich freue mich auf euch. Und ich auch.